Hi, ich bin Andy von der Steckkasten-Crew. Ein neues Set kommt dazu und ich mache jetzt ein Review. Damit herzlich willkommen zurück auf dem YouTube-Kanal der Steckkasten-Crew. Ich habe euch heute was aus dem Jahre 2003 mitgebracht. Ist also noch gar nicht mehr so alt. Zarte 18 Jahre. Kurz vor dem Farbwechsel war das, der ja 2004 war. Setnummer, jetzt muss ich selber nochmal gucken, 8366, der Supersonic RC aus der Lego Racers Reihe. Das zeige ich euch mal ganz kurz. Sehr interessant, wie ich finde, denn Racers überstreckt sich so ein bisschen über alle Themengebiete. Also wir haben ganz normale Systemsets, die unter Racers laufen. Wir haben Techniksets, wie jetzt der Kollege hier ist. Und die laufen alle unter diesem Oberbegriff Racers. Wir haben hier auf der Rückseite zum Beispiel auch nochmal ein paar Sets, die damit reinliefen. Hier sogar mit so einer Art Autorennbahn. Dann haben wir hier den Kollegen, der hat einen Elektromotor auch drin. Den kann man ein- und ausstellen, der fährt aber nur vor und zurück. Da konnte man auch so ein bisschen hier Tuning betreiben mit neuen ausbefrorenen Motorblock. Und dann ganz klassisch hier die Pullback Racer, die es ja auch heute noch gibt. Und eben die etwas höherpreisigen und höherwertigen Modelle mit der RC-Steuerung, die zudem noch sehr gut abgeht, aber dazu kommen wir noch. Wie immer werfen wir erstmal einen Blick in unseren Collectors Guide. Wer ihn hat, Seite 583, wer ihn noch nicht hat, Link in der Beschreibung, da könnt ihr den euch zulegen. Jetzt 583. Und wenn man so mal durchblättert, zum Beispiel 581, dann sieht man schon Racers. Und 582 und 583 ist alles nur Racers. Alles Lego Racers. Und da sieht man zum Beispiel auch, dass wir verschiedenste Vertreter haben. System, Technik, wie gesagt eben diese Rennbahn. Wir haben ferngesteuert via RC, wir haben Pullback, alles dabei. Genau. Und eben auch unseren Supersonic RC mit 423 Teilen. Der kam 2003 raus, wurde bis 2005 dann verkauft, also auch über den Farbwechsel hinaus. Mir ist nicht bekannt, dass es den auch dann noch mit den neueren Farben gab. Also ich denke mal, dass der einfach so lange im Handel war. Und es gab natürlich gerade in der Übergangszeit ab 2004 natürlich dann auch Überschneidungen, wo beides parallel lief. Genau, das dazu. Werfen wir nochmal einen kurzen Blick in unsere Anleitung. Die ist immer noch flach, aber nicht so super flach, wie wir das von anderen Anleitungen gewöhnt sind. Wir haben hier auch A- und B-Modell. Ja, das hier ist das A-Modell, was wir jetzt hier vor uns haben. Und es gibt als B-Modell etwas. Hier sind sie beide abgebildet. Das sieht ein bisschen abgefahrener aus. Das sieht ein bisschen weniger aus wie so ein Racer. Aber anscheinend kann das Ding auch dann einen Wheelie machen. Ob das jetzt stimmt, weiß ich nicht, dann bräuchte man natürlich viel Gewicht hinten, damit er so schön hoch macht. Aber ich glaube, die Motoren, und da sind zwei Buggy-Motoren verbaut, die können das stemmen, weil die haben genug Kraft. In fact ist es so, dass diese RC-Einheit, die hier verbaut ist, die einzige offizielle Energiequelle von Lego ist, die in der Lage ist, ohne irgendwie intern in eine Sicherung kommen zu lassen, die zwei Buggy-Motoren antreiben kann. Sonst immer einer. Auch die normalen Power-Functions-Batterieboxen, die ihr kennt, die können ganz normal einen Buggy-Motor antreiben. Das ist kein Problem. Aber zwei ziehen so viel Strom, eigentlich sogar so viel Stromstärke wird da benötigt, dass die interne Sicherung dann kommt und dann ist das schon wieder vorbei. Wenn ich jetzt hier diese wunderbare Fernbedienung, die noch dazugehört, einfach mal nehmen und hier mal Gas geben, dann sieht man da auch schon, da geht richtig vorwärts. Ist auch ordentlich laut. Macht auch vorwärts wie rückwärts. Fernbedienung ähnlich wie im ganz normalen RC-Bereich. Man hat hier vor, zurück, eine Lenkung. Oh, das sollte man natürlich nicht machen. Lenkung, ne, links, rechts. Eigentlich ganz schöner Lenkwinkel. Dann hat man hier noch zwei so wie Schaltwippen hier hinten. Die sind aber nur dazu da, um, ich glaube, diesen zweiten Anschluss hier auf der Batteriebox fürs Debugging oder ähnliches zu benutzen. Es
Steht auch in der Anleitung drin, dass man die nicht drücken soll. Aber sie sind halt da. Und dann hat man hier noch seinen Kanalumschalter, das kennt man auch aus dem RC-Bereich. Da ist man zum Beispiel in der Lage, wenn man das jetzt dreimal hat, oder an sich drei Sets, die alle auf derselben Frequenz funken, dann wählt man hier einfach einen Kanal aus, synkt den mit dem Schalter hier unten und dann können drei Leute gleichzeitig Spaß haben. Ist auch so in der Anleitung abgebildet. Genau, dann gehen wir doch einfach auch mal auf das System ein, was hier benutzt wurde. Und zwar das RC-System. Und da möchte ich euch mal ein anderes Buch ans Herz legen. Das habe ich mir vor einer ganzen Weile geholt. Und zwar ist das das inoffizielle Lego-Technik-Buch vom Sariel. Den kennt der ein oder andere vielleicht auch. Der hat auch einen sehr bekannten YouTube-Kanal, wo er auch sehr schöne Technik- und System-Builds baut. Und das ist halt so die Lego-Technik-Bibel. Da ist alles drin. Von Übersetzungen, Radreifenkombinationen, Kardangelenke, Lenkwinkel, Lenkgeometrien, alles. Also wer Technik mag und Lego-Technik mag und gerne baut und bastelt, dem kann ich das wärmstens empfehlen. Ich liebe dieses Buch. Ich habe da auch sehr viele Sachen schon nachgelesen und umsetzen können und auch in meine eigenen Mocs mit transportieren können. Ist ein super Buch. Und hier sind auch immer bestimmte Sachen nochmal erklärt. Zum Beispiel die technischen Unterschiede zwischen M, L, XL Motoren, was Drehzahl und Kraft angeht und sowas. Und auch ein paar Informationen zum eigentlichen RC-System. Das wird als eigentliches benannt, weil es ein paar Iterationen gab. Aber das hier eigentlich das RC-System ist. Und dann gibt es noch verschiedenste Abwandlungen mit anderen Motoreinheiten, die gleichzeitig eine Lenkung drin hatten. Da gab es zum Beispiel mal so eine Basisplatte, da war Antrieb und Lenkung in einem. Da konnte man oben dann halt mit Steinen drauf bauen. Und hier ist man halt ein bisschen flexibler. Das ist ein kurzer Sneak Peek. Zeige ich euch auch gleich noch was, wie flexibel man damit ist. Und ja, kann ich nur wärmstens empfehlen und ans Herz legen, das inoffizielle Lego-Technik-Buch von Sariel. Jetzt muss ich selber mal überlegen. Ich glaube 215. Da finden wir ein paar Informationen zum RC-System. RC natürlich Remote Control, also ferngesteuert. Und wie ich schon sagte, ist auch aus der 9-Volt-Reihe. Denn man hat hier 6 in Reihe geschaltete Doppel-A-Batterien unten im Boden drin. Das ergibt dann 6 x 1,5, 9 Volt. Und ja, man braucht also nicht mehr als ein paar Batterien. Hier kommt noch ein 9-Volt-Block in die Batterie. Hier kommt eine. Einen 9-Volt-Block in die Fernbedienung und schon geht's los. Ja. So. Genau. Dann schauen wir uns jetzt in dem Buch mal kurz was an und dann gucken wir uns das nette, schnucklige Fahrzeug hier nochmal an. Und zwar ist hier nochmal aufgeführt, dass das RC-System aus diesen Komponenten besteht, nämlich der eigentlichen Batteriebox, die gleichzeitig aber einen Servomotor mit integriert hat und Aufnahmepunkte für unsere Buggy-Motoren. Dann haben wir hier vorne die eigentliche Lenkeinheit, die über eine ganz normale Technikachse verbunden wird. Und dann haben wir hier unsere Radaufnahmen. Und die Räder kennt ihr vermutlich schon. Die gibt es ja auch jetzt noch in verschiedensten Sets. Das ist die gleiche Aufnahme, die ich euch beim Hot Rod Mock letztens gezeigt habe vom Tim. Verlinke ich euch natürlich auch nochmal. Und so ist man halt in der Lage, verschiedenste Sachen damit anzustellen. Dann steht hier nochmal drin, wie es funktioniert, wie es, auf was es funkt. Das sind, glaube ich, genau 27,145 MHz. Dann ist nochmal erklärt, wie hier die Lenkeinheit funktioniert und wie man die verbaut, beziehungsweise was es da so zu beachten gibt. Genau, wie die Motoren funktionieren. Dann gibt es hier die verschiedensten Sets, in denen das vorkam. Das sind jetzt gar nicht so viele. 2, 4, 5, 8, 9 Stück. Und dann zum Beispiel hier auch nochmal kurz von Sariel so ein eigener Mock. Da sind sogar 2 von den Einheiten drin. Da sieht man auch, dass 2 Antennen da rausgucken. Und ja, ist super. Und ein paar Informationen, sehr viele Informationen, viele Details. Wer gerne Technik versteht und baut. Ich meine, man sieht es allein hier. Das ist ein Getriebe und
mit einer Schaltung hier oben und dann sieht man halt auch, wie es funktioniert. Ich finde sowas genial. Und da sich bei mir ja sowieso immer alles bewegt, was ich selber baue oder am besten bewegen sollte, noch besser. Lege ich euch ins Herz. Verlinke ich euch auch gerne mal. Könnt ihr euch das mal angucken. Ansonsten, was haben wir hier? Wir haben viel Schwarz. Wir haben ein bisschen Light Gray. Wir haben ein paar Sticker. Wir haben eine ganz abgefahrene Farbe Light Pearl, nein, Dark Pearl Gray. Das sind diese dunkelgrau schimmernden Elemente hier. Hat so ein bisschen so einen Olivstich. Genau, dann gucken wir nochmal von unten unsere Lenkeinheit mit den Radaufnahmen. Ein paar Liftarme sehen wir hier. Die Batteriebox, die lässt sich hier unten dann so öffnen. Dann sieht man die Batterien drin. Kann man natürlich auch Akkus verwenden, ist vielleicht sogar. Oder ist auf jeden Fall cleverer, kann man wiederverwenden. Dann haben wir unsere Buggy-Motoren, die hier hinten mit den kurzen Anschlusskabeln für 9 Volt angeschlossen sind. Da verlinke ich euch auch gerne was. Wenn ihr die habt, die sind kaputt, die könnt ihr selber reparieren. Ich habe einen Blogbeitrag darüber geschrieben, wie man das macht mit einer Bilderserie. Ich habe auch ein Video dazu gemacht, wie man das macht speziell für Zuganlagen. Da gibt es ja diese Gleisanschlusskabel. Ist aber immer das gleiche Prinzip. Und lässt sich relativ simpel reparieren, weil muss man nicht neu kaufen. Also wenn man natürlich tiefe Taschen hat und das nicht reparieren will, dann geht man zu Bricklink und kauft die. Aber ansonsten, Repair is noble, sage ich immer. Deswegen bin ich großer Freund davon und repariere das auch immer. Dann haben wir unsere Antenne noch. Die lässt sich ja auch ganz einfach rausschrauben. Ja, hier, zack, mit dem gelben Tipp oben. Dieselbe ist verbaut in der Fernbedienung. Dann schaltet man das hier unten einfach ganz einfach ein mit so einem Schalter. Wählt seinen Kanal, passt den mit der Fernbedienung an, dann geht es auch schon los. Ja? Dann kann man den hier auch schön über den Tisch flitzen lassen. Also ich mache jetzt bewusst nicht Vollgas, weil dann flitzt er mir hier vom Tisch runter. Muss nicht sein. Dieses Set hat noch ein sehr cooles Gimmick. Neben dem B-Modell gibt es auch noch Vollplastikreifen. Und wer sehen will, wie das Ding mit Vollplastikreifen fährt, dem verlinke ich ein Video. Wir haben das bei mir im Innenhof mal umgebaut und haben den mal fahren lassen. Also man könnte da auch eine Challenge draus machen. Wer schafft es am weitesten, eine gerade Strecke damit zu fahren? Weil das ist wirklich nicht einfach. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Die sind auch schon gut benutzt, weil, klar, Hartplastik auf Steinboden, das kratzt und schleift. In der Anleitung ist es abgebildet als, wie eine Driftbereifung. Ja, hier ist es normal. Hier ist, genau, dass man hier so driften können soll. Er dreht sich. Er dreht sich, er macht Donuts, er fährt überall hin, nur nicht in einer geraden Linie. Macht sehr viel Spaß. Und es ist eigentlich ganz simpel, man nimmt die halbbreite Bushing hier runter. Die Räder hinten sind ganz normal über Technikachsen verbunden. Dann ist hier ein kleines Konstrukt. Das sind jetzt nicht die richtig farbigen, aber so sieht es aus wie eine glühende Bremsscheibe. Ganz witzig. Kommt das einfach drauf. Technik-Bushing wieder drauf. Und dann gibt man Gas und dann dreht er hier wunderbar seinen Runden. Wisst ihr was? Ich versuch's jetzt einfach mal ganz kurz. Aber wie gesagt, wer das Ding live in Action sehen will, der schaut sich das Video an. Das macht auf jeden Fall eine Menge Spaß und ist einfach nur sehr, sehr kurzweilig. Und dann kann man hier... genau, genau so. Und dann kann der hier schön seine Kreise drehen. Und macht mir natürlich schön meinen Tisch jetzt dreckig. Ist sehr kurzweilig, macht super viel Spaß. Drückt das Ding... irgendjemanden in der Hand und es wird ein Lächeln in sein Gesicht zaubern. Klar, die Buggy-Motoren haben viel Kraft, die lassen das Ding auch ordentlich schnell flitzen. Das macht es ebenso spaßig. Es ist sehr kurzweilig, es hat eine sehr gute Reichweite mit dem RC. Man braucht kein Handy, man braucht kein Tablet, nichts. Man macht es einfach an und fährt los. Super cool. Und ich habe euch ja gesagt, ich möchte euch noch was zeigen, dass man dieses System halt auch umbauen kann.
Klar, mit dieser Plattform war man auch ein bisschen flexibel, aber eben nicht so flexibel wie mit den Modulen, die man hier hat und den Einheiten. Und wer uns schon länger verfolgt, der weiß, was ich jetzt gleich raushole. Wer nicht, ihr seht's in einer Sekunde, denn ich muss hier jetzt erstmal die Batterien rausklauen und dann sind wir gleich wieder da. So, und da bin ich auch nun wieder. Und ich habe euch jetzt hier mal meinen ersten Mock mitgebracht. Das ist ein, eine Modifikation bzw. eine Elektrifizierung vom Lego Racers Z8386 aus dem Jahr 2004 nach dem Farbwechsel, deswegen auch schon mit den Light Bluish Grey und Dark Bluish Grey Teilen, Ferrari F1. Und ich habe das Set gehabt, habe dann kurze Zeit später den Supersonic RC bekommen und dachte mir irgendwie, den muss man doch fahren lassen können. Wie cool wäre das bitte, wenn dieses Modell rumfahren kann. So, dann habe ich den auseinandergenommen und habe ein bisschen rumgebastelt und habe die Modularität dieses RC-Antriebs ausgenutzt und die Lenkung, Batteriebox mit Steuerung und Buggy-Motoren einfach rüber transferiert. Also man kann das jetzt auch sehen. Ich stelle den mal hier rüber und den mal hier nochmal hin. Und man sieht die Batterieboxen jeweils, ne? Die Lenkeinheiten hier und hier. Und die Buggy-Motoren, die sieht man hier hinten. Da sieht man ja diese Metalldinger durchgucken. Ja, und ich wollte erreichen, dass das Set so standardmäßig wie normal, wie das möglich ist, daherkommt und aussieht. Also man hat selbst hier immer noch diese Kühlrippen hier. Man hat auch immer noch die Auspuffrohre, obwohl die ja jetzt noch zur Zierde da sind. Was man nicht mehr hat, ist diese Spule mit dem Krümmer. Das Modell hat ja eigentlich einen 10 V10-Motor, der aber wiederum nur 8 Krümmer-Ausgänge hat. Das ist ein bisschen strange, aber das ist alles rausgeflogen. Stattdessen kam das hier rein. Ist dasselbe Prinzip, gleiche Aufhängung hinten, Lenkung, alles nur ein bisschen verlängert, möglichst original. Ich verlinke euch das auch gerne mal. Wir haben da schon ein In-Action-Video drüber gemacht, ähnlich wie zu dem Kollegen. Und da sieht man auch nochmal das Originalmodell, also auch für einen kleinen Größenvergleich. Die sind ungefähr gleich groß, also sie sind eigentlich gleich lang, aber der Radschen ist ein bisschen unterschiedlich. Ich habe da auch eine Anleitung draus gemacht. Wir haben das bei uns bei Rebrickable auch hochgeladen. Die kann man da für einen Fünfer erwerben, wenn ihr also beides habt und das zusammenführen wollt und das mal fahren lassen wollt. Macht das gern, da gibt es auch schon ein paar User-Fotos zu. Unterstützt uns natürlich damit auch ein bisschen. Wir haben auch in unserem Rebrickable-Account unsere Mini-Burgen verlinkt. Die kann man da für einen Euro einfach mal mitnehmen, wenn man das möchte und uns supporten will. Das finden wir super cool. Ja, eins kann ich euch noch zeigen. Ich werde den jetzt einfach mal anmachen. Ich habe nämlich jetzt doch mal schnell mehr Batterien besorgt. Ich mache den jetzt mal an und der steht jetzt auf Kanal 1. Und die steht auch auf Kanal 1. Also der fährt jetzt hier auch schön. Der hat auch genug Kraft, wenn ich den jetzt mal hier vorne festhalte und mal fahren lasse. Man sieht hinten, wie das richtig runter geht. Der will vorwärts. Und wenn ich das hier hinten mal mache, der geht auch hoch. Also der will auch weg. Der hat genug Kraft, um hier das zu bewegen. Da geht auch was. Ja? Ihr seht das in dem Video auch. Der fährt wirklich erst rein. Und der ist auch eingeschaltet. Aber der bewegt sich halt jetzt nicht. Wenn ich den jetzt auch auf Kanal 1, der ist jetzt auf Kanal 2. Oder ich zeige es euch einfach, ich schalte mich hier auf Kanal 2 und schon geht der los und er nicht mehr. Wenn ich jetzt beide auf die 1 schalte, ja, und die auch, dann gehen beide. Ja. Das heißt, wenn man jetzt mehr davon hat und alle auf einem Kanal fahren lässt, dann kann man mit einem mehrere steuern. Kann man auch so ein kleines Drag Race machen. Und deswegen gibt es halt diese Kanalumstellung, dass wenn man mehrere von den Kollegen hat, dann können drei Leute das auf die einzelnen Kanäle stellen, dann kann es losgehen. So, den wollte ich euch auch nochmal zeigen. Da kommt auch nochmal eine extra Review zu. Da gehe ich nochmal im Detail auf alles ein, auf den Entstehungsprozess. Und ja, wie findet ihr das? Wie findet ihr den Supersonic RC?
Vielleicht auch, wie findet ihr den Mock? Wie gesagt, da kommt noch mal extra was zu. Ich wollte euch jetzt nur eine kurze Sneak-Preview mal zeigen. Wichtiger ist, das ist ja heute unser eigentliches Set, worum sich jetzt gedreht hat. Wie findet ihr den? Hattet ihr den? Hattet ihr andere Sets mit RC? Hattet ihr andere Sets aus der Lego Racer Serie? Gedanken, Anregungen, Ideen, alles gerne in die Kommentare. Wir sehen zu, dass wir die immer möglichst schnell beantworten. Wir freuen uns natürlich über jedes Kommentar. Noch mehr freuen wir uns, wenn ihr den Kanal abonniert, dann verpasst ihr kein Video mehr. Wenn ihr die Glocke anschaltet, kommt auch gerne in die Telegram-Gruppe, ist alles unten verlinkt, verpasst ihr nichts mehr. Es gibt ja immer dienstags und freitags neue Videos, dann seid ihr immer up to date, auch wenn es um Blogbeiträge und sonstiges gibt. Ich verlinke euch auch den Blogbeitrag zu dem Ferrari, da gibt es auch noch ein paar mehr Details und ein paar mehr Bilder. Und da findet ihr auch nochmal dann das In-Action-Video. Und ja, wie gesagt, bleibt auf Empfang, bleibt gesund, stay safe. Wir sehen uns im nächsten Video und ja, bis dahin. Peace.